Und weiter geht's bei Let's Play Tomb Raider 2 mit den Mönchen, die Granaten auf dem Balkon verstecken und Alisa, die schon wieder ins Intro reinlacht. Ja, mal gucken, mal gerade wo du angefangen hast, links oben. Ach so, weil ich genau angeschrieben wurde. Ach, ist mir doch egal. Nein. Es ist mir eigentlich nicht egal, aber ich kann nicht anfangen. Und ich gehe jetzt erstmal den Weg zurück. Warum? Was ist da? Oh, da musst du erst später hin. Ja. Ich dachte schon, wo du hin musst. Das ist so ein Gedüttel und Gedattel hier in diesem. Guckt Balkon. Euch das an, was die Mönche hier in ihrem geheimen Kloster haben. Ja. Drinnende Messerscheiben. Wer weiß, wozu die die benutzen? Bestimmt machen sie. Ach nein, nein, nein. Geh aus meinem Kopf, geh aus meinem Kopf. Geh mal rechts. Geh mal rechts. Ich geh links, geh mal rechts. Ja. Den Gang da. Nein. Was dann? Hä? Ich verwirrt mich. Ah. Weiter noch, ja, weiter rechts. Nein, da. Nein, oh Mann, stopp. Nein, noch nicht, aber kannst du machen. Noch nicht, kannst du aber machen. Hä? Ja, kannst du machen. Lara ist zu doof, um auf Tischen zu stehen. Der nein, die kann das. Nein, kann sie nicht. Guck, man springt über den Tisch und sie landet vor dem Tisch. Ja. Ich weiß nicht, was ich damals geschafft habe. Für mich war immer, weil hier gerade das Bild stehen geblieben, wo sie gerade auf den Knien war und der Kopf gerade so zermessert wurde. Das war jetzt lustig, hä? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ach, doch. Do you have the key yet? Ich muss den. Ja, den. Der hat doch gerade gespeichert und einen Cut gemacht. Und deswegen geht's jetzt hier weiter und Lara läuft durch die Tür. Wer hätte es gedacht? Und wir gehen jetzt mal den anderen Weg. Aha! Scheiße, falschen angeschossen. Du hast nicht schon geschossen, oder? Sie haben ihn getötet! Ihr Schweine! Es war Kenny! Nein. Ich hab den Falschen getötet! Ihr schafft das! Ihr schafft das! Ihr könnt es! Ja, jetzt töten sie mich. War klar. Gib sie mal Leben, mal sehen, wie lange du durch jetzt. Nein. Oh Gott, ey. Du bist doof. Ich bin am Failen. Und doof. Ja, das weiß ich. Das schließt daraus. Bist du? Hä? Was bringt das mit dem Durchhalten? Das ist. Wie durchhalten? Ja, was soll ich da rumstehen und Medipacks nehmen und Medipacks nehmen? Das wäre nun mal jetzt witzig gewesen. Und schalten Sie morgen wieder rein, wenn es heißt, wir nehmen noch weiter Medipacks. Ich gehe jetzt mal. Ich gucke mir das jetzt mal eben kurz. Nicht an, ich gehe jetzt mal eben in. Wenn du jetzt irgendeine Frage hast, sag Bescheid, ich bin jetzt mal kurz in Facebook. Ich habe jetzt gerade keinen Bock, immer die Szene nochmal zum dritten Mal anzugucken. Das ist zum zweiten Mal. Ihr schafft es! Ihr könnt es! Ihr habt. Nein, zum dritten Mal. Ihr habt's drauf. Ihr habt es drauf. Spawn die nur an. Ihr schafft das! Und da kommt euer Kumpel! Und er wird es schaffen. Halte durch! Und da kommt der nächste! Schnappt ihn euch! Es ist ein Pokémon! Was? Also, ich nehme es, oder wie, ja, also ich rate euch jetzt mal eben kurz irgendwie abzuschalten und so, ich verstehe euch. Und sie spawnen im Nix. Okay, ich würde euch jetzt sogar raten, lieber mal eben aufzulegen. Aufzulegen, jo! Abzuschalten! Weil sie es geschafft haben. Sie haben es drauf.
Du nicht. Hä, ich hab's nicht drauf, ja, das weiß ich auch. Sie haben sich vermehrt, sie sind zu viert. Oh mein Gott. Da muss aber eine Frau ganz schön am Leiden sein. Oh je. Yeah. Nein, nicht drauf hören. Nein. Hm. Und ich sei bekloppt, ja? Ja, gut, nicht. Das bin ich so oder so, also... Ja. Das ändert nichts mehr an der Tatsache. Ja. Was haben wir hier links? Ein Schlüssel! Wie hat der es hier reingeschafft? Rennt der gerade irgendwie weg oder so? Ja. Da kommt, da ist gerade jemand gekommen, ein Böse. Nein, er geht. Was zur Hölle? Die sind immun gegen ihre eigenen Waffen. Alter. Da ist nichts. Da ist nichts? Da ist nichts. Und was, wofür soll das dienen? Damit du verwirrt bist. Ja, und was soll da hinten sein? Ja, das siehst du dann noch, aber nicht jetzt. Ich möchte diese Macht auch, dass ich durch die Messer schneiden gehen kann, ohne zu sterben. Schneiden? Ja, dann mach dir Cheats. Ey, hier, du, bleib stehen. Ignoriere mich diese Macht. Gib sie mir. Was? Ignoriere mich nicht. Du sollst mir das jetzt den Trick verraten? Ich will das aber nicht beibringen, ich will das nicht. Ach komm, fick dich. Nein, ich will auch nicht mich... Nein, nicht, auch nicht zum Schluss. Ach Mensch, ich sag dir doch, wo du hin musst, wenn du da langläufst und ich sage, du musst hier rein, da sag ich das schon. Gib mir deine Macht. Ich will aber nicht. Komm, ich hab dich schon angestöhnt. Los. Nein, ich will aber nicht. Ach komm. Du kannst mich ruhig nochmal anstöhnen, das bringt auch nichts, aber es gefällt mir. Hier? Nö. Doch, kannst du aber erst gleich. Lauf weiter. Nein. Ich wollte doch nur gucken. Hinter dir auch nicht. Weiter nach rechts. Oh, ein erneuter Schaukampf. Ihr schafft es, ihr könnt es, ihr habt drauf. Du kannst es. Geht das auch eine Nummer leiser? Nein. Oh, warum liegt. Der liegt da und die Ultimation fällt durch die Wand. Wow. Aha. Badam. Und schon wieder ist einer gestorben. Und dies ist Olaf. Und dies ist Olaf. Olaf, Olaf, Olaf. Schlechte Anspielung, ja. Das ist Jeff! Hä? Kennst du Clever und Smart? Ja, ich kenne die Szene. Ich kenne die Szene. Das ist Jeff? Vor allen Dingen, weil du den Hintergrund dazu nicht kennst. Mit das ist Jeff. Warum ich gerade gelacht habe. Alle, die Black Hat Kommando kennen, die werden es verstehen. Das ist Jeff. Oder alle, die zum Marco-Listen gehören und Black Hand Kommando kennen, werden es sowas von verstehen. Du, was wolltest du letzte Mal irgendwie Let's Playen? Da war doch irgendwie sowas, was wir da gemacht haben, so eine Umfrage und irgendwie keiner mitgemacht. So. Nein. War das nochmal Team Fortress 2, oder? Spielen mit meinen Abonnenten, nicht Let's Playen. Ey, ich hasse Pfeilen, weißt du das? Pfeilen? Pfeilen, ja. Pfeilen und fallen und... Das hast du gerade gesagt. Und brennen und... Hast sterben. Du nicht gesehen. Das ist so der... MK-Fail-Parcours. Dann müsstest du das ganze Spiel ja nicht mögen. Denn du failst doch ständig. Hä, ich sagte... Ach komm.
Sie verwirrt mich mehr, als ich schon bin. Ich finde das so lustig. Der MK-Fail-Parcours wurde extra für MK entwickelt, weil die Entwickler, ja, das Spiel auch. Die Entwickler wussten, dass es irgendwann einen MK-Indiana Jones gibt, der das Let's Playen wird, und ja, dafür wurde es gemacht, damit er extrem failt. War. Du musst dahinter, ne? Du musst hier links, wo das Vieh dahin rollt, genau. Aber das haben sie sich so gedacht. Denn MK fehlt. Beim. Er läuft zurück! Er läuft zurück! Oh nein! Es ist echt der MK-Fail-Parcours. Den muss ich schon Medical nehmen. Ey, ihr wollt mich jetzt verarschen. Ja, komm. Hä, ist echt der erste Drache, den man findet, den Jade-Drache, lol? Nein, du hättest auch den Golddrachen zuerst. Du hättest auch den Silberdrachen zuerst finden können. Ach, oh, weg. Oh. Der MK ist verrückt und läuft in den Messerschneider. Oh, so ähnlich. Oh Gott. Und wir haben einen Schlüssel gefunden. Und jetzt dürfen wir den Parcours wieder zurück. Nein, müssen wir zum Glück nicht. Weil es gibt noch einen anderen Weg. So wie es aussieht. Oh Gott. Du. Warum haben die... Und nun sind wir in einem großen... Hier. In der großen Toilette von den München, weil mir nichts Besseres gerade einfällt. Nein, guck dir mal im Wasser um. Hast du die Time im Auge? Ja. Ein Steindrache. Und wieder raus aus dem Wasser. Aus dem Urinbecken, bitte. Was? Ach man, meine Witze waren auch. Raus. Meine Witze waren auch mal besser. Mhm. Liegt nur an mir. Jetzt macht sie sich dafür verantwortlich. Ich glaub's nicht. Warum machen sie ja verständlich, wenn man gegenüber seiner Freundin nicht immer korrekt ist. Nein, Spaß. Immerhin krieg ich dich die Runde zu lachen, das ist auch schon mal nett. Oh ey, Gott, ey, im Himmel steh mir bei, den es nicht gibt. Was? Oh, Schatzi, nicht so böse. Ich glaub nicht an Gott, es tut mir leid, ist so. Ich bin auch nicht getauft worden. Doch, ich schon, und konfirmiert. Du bist getauft worden, oder? Ja, und konfirmiert und bla und blub. Und ich gar nicht. Nein, du kannst ja ruhig weiterlaufen. Nicht da. Und jetzt gucken wir uns diese tolle Laterne an. Schaut euch diese tibetanische Kunst an. Ist das überhaupt tibetanische Kunst? Wer weiß es? Der schreibt. Ey, so wird nochmal ein Level heißen, ne? Tibi, viel Dings da. So wird nochmal ein Level hiervon heißen. Ich hätte es dir ja sagen können, aber ich wollte nicht. Eigentlich war es da voraussehbar, oder nicht? Es war schon voraussehbar, aber mich wundert vielmehr die Tatsache, dass man das überlebt. Die müssen dich ja irgendwie ärgern, weil die ja wieder. Ich falle ja auch natürlich in 3 bis 4 Meter Tiefe und überlebe das. Ist normal. Ich habe Aua. Sie hat schon wieder Aua? Ja. Oh je. Ich komm gleich vorbei. Was? Wie? Wo? Nein, du kannst. Nein, mein Piercing tut Aua machen. Da hoch? Da lang? Ja, aber, warte, hier hoch, zeig mal. Ja, und dann schnell durchschießen und dann schnell runter. So lebst du nämlich nicht. Durchschießen und runter. Schnell! Das war Fail. Schnell runter! Ich bin unten, aber tot! Ich habe mich ernsthaft vor dem Wasser gespeichert. Natürlich. Aber mir sieht es aus, als würde das Wasser später noch abgelassen werden. Mhm. Ach komm. Hier mich alle verarschen. Wow, die Disco-Lara.
Nur sie ist ein bisschen zu lahm dafür, deswegen hat man sie ausrangiert. Guck uns über den Arsch an. Nein, deswegen hat man sie ausrangiert und eine Disco-Kugel erfunden. Ach Gott, war der flach. Oh. Du bist auch flach. Facepalm, FTW. Was hältst du von Durchfall? Ist durchgefallen. Oh Gott, war der flach. Ja, alle, die Iblali gucken, wissen, was gemeint ist. By the way, könnt ihr euch gerne angucken. Er hat mehr Abonnenten als ich, ist mir egal. Ich mache trotzdem gerne Werbung für sowas, was ich gerne gucke. Ich könnte euch sogar noch ein paar interessante Tatsachen zu seiner Freundin erzählen, aber... okay, nein, das lassen wir lieber. Welcher Freundin? Alligator 1024, Iblali, wie auch immer. Na ja, gut, erstmal speichern und bis gleich.